Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen kann. Scarefrau. Wer hätte gedacht, dass die auch Expedis drehen und nicht nur Leute ausweiden? Gewöhnliche Kiste. Decker, Tanaka and Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Muss ein Scav sein. Sonst zieht sich niemand so an. Electric Corp Logo auf den Overalls. Temperaturwerte sind abnormal. Such weiter. Auf den Overalls war ein Logo drauf. Electric Corp. Könnte ein Kostüm sein. Requisite? Ein Fabrikarbeiter-Fetisch? Ja, unwahrscheinlich, oder? Das würde auch die erhöhten Temperaturen erklären. Vielleicht hast du recht. Das Radio ist voll aufgedreht, damit man die Schreie nicht hört. So einen Scheiß habe ich schon gehört. Klingt nach Scavs. Dieses Synth-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Bucke-Slice. Der Kaffee war kalt. Vielleicht einen Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. Also? Also kaufen Sie regelmäßig bei Bucke-Slice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks und der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Okay, wir suchen nach einem Electric Corp Kraftwerk bei einem Bucke-Slice. EC hatte mal ein riesiges Gelände in Charter Hill.
Backe Slice gibt's da auch. Aber bist du dir sicher? Okay, also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Los, wir müssen dahin. Wir beginnen jetzt mit der neuesten. Ja, fahren wir zusammen? Der 54. Jahrestag der AHQ-Katastrophe steht. Okay, auf geht's. Dann mal los. 2023 wurde Night City erschüttert, denn da ein taktischer Nuklearsprengkörper im NC-Hauptquartier von Arasaka. 12.000. Werd die Bilder nicht los. Aus der Todesmottenvirtu, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann. Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Das System des Distrikts wird entgegengewirkt. Schon ab morgen beginnt die gezielte Aufräucherung. Aufgrund der Verwendung stark wirksamer Toxine wird den Anwohnern Watsons geraten, Bullies und das Abwassersystem vorerst zu meiden, um möglichen tödlichen Verletzungen vorzubeugen. Und jetzt finden die Staus endlich ein Ende auf der östlichen I9? Die lang erwarteten Reparaturen der Ring Road East könnten schon nächsten Monat beginnen. Schätzungen zufolge müssen rund 20 Millionen Euro-Dollar in diese Hauptverkehrsader investiert werden. In erster Linie will man sich auf Effizienz sowie antinormalen Barrieren konzentrieren. Und das waren sie, die neuesten Lokale. Zu Hause werfen wir einen Blick auf Neues aus der Welt. Und da wären wir. Gehen wir rein? Such nach einem Eingang. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komme nach, sobald ich was hab. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Okay, dann mal los. Lebst du noch? Ah, ja, keine Zeit hier rumzuschleichen. Wer dich findet, du Mensch!
oder so. Hast du gehört? Was jetzt? Drecksweigling, versteckst dich wie so ein Baby. Den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuche einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Mach ja schon. Da sind Granaten! Oh.
Hab einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Hey, warte. Ich bin ganz nah. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie sie fest. Hörst du das? Wir haben nicht genug Meteorit für die Ladung. Boah. Sieht aus, als wären Snuffs nur die Spitze des Eisbergs. MTL? Erythritol. Süßkram für Erwachsene. Sie auch einfach erledigen. Deine Entscheidung, aber trödel nicht. Hier kommst du nicht lebend ran! Bei dir! Das Arschlöcher. Das war's. Wir haben es geschafft. Jetzt ab in den Korridor. Thank you.
da sind zwei. Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren, auch gleich noch ein paar Organe. Wie äußerst effizient. Scavs, egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Hattest wohl schon das Vergnügen mit welchen? Ah!
Stirb, stirb, stirb! Es scheint ein Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich hier finde. Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren, auch gleich noch ein paar Organe. Wie äußerst effizient. Scavs, egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Hattest wohl schon das Vergnügen mit welchen? Leider ja. Versprochen!
Vielleicht ist sie ja hier. Wo bist du? Na, am Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Suchen wir sie. Halt durch, F. Das ist Evelyn. Fass sie bloß nicht an! Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Ich sehe sie. Und das Kabel. Sag Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Okay, dann mal los. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Und... Gott sei Dank. Ev? Evelyn, hörst du mich? Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Den Kopf frei. Hilft mir beim Konzentrieren. Nachdenken. Wenn du rauchst, befriedigst du auch meine Suchtgefühle. Also hör bloß nie auf. Gehen wir rein. Willst du Wurzeln schlagen? Hab diesen Horrortrip nicht auf mich genommen, um vor einer Tür zu stehen.